So, Maximatrank sammeln. Tränkestation interagieren. So, jetzt schauen wir mal, was wir alles. Ah, Freunde, ihr müsst es mal wieder ertragen. Wahrscheinlich eine halbe Stunde des Tränkebrauens. Na super, machen wir. Wir bauen uns erstmal ein paar Mega-Power-Tränke. Der liebe Kevin sagte ja, ob es vielleicht hier dann irgendwie am Ende 5000 Mega-Power-Tränke angesammelt gäbe. Ja, das kann durchaus sein. Ich weiß ja nicht, bei allen anderen Tränken, ich glaube, gab es 16 Tränke, waren das Maximum. Aber vielleicht die Mega-Power-Tränke kann man ja wirklich ansammeln. Aber auf der anderen Seite, wenn wir wirklich noch richtig herausfordernde Gegner kriegen, kann ich mir auch vorstellen, dass das mal ganz schnell passieren kann. Du kannst keine Mega-Power-Tränke mehr tragen. Ich glaube, es hakt. Ja, da haben wir schon die, da haben wir schon die Antwort. Wir können keine Mega-Power-Tränke mehr tragen. Wie viel haben wir denn am Start? 25 Stück. Also 25 Mega-Power-Tränke sind drin. Was haben wir hier? Dip-Tam-Blätter. Sammeln wir einfach mal. Und untersuchen hier mal. So, ich habe da Dünger hinzugefügt. Ja, das wird dann wohl mehr geben. Keine Ahnung. Und halt, stopp. Ach, wir können ja auch hier Aufträge. Ich guck mal in die Aufträge rein. Professor Garlicks Aufgabe. Ja, das machen wir so zwischendurch mal. Trollbekämpfung könnten wir ja jetzt mal machen. Entführter Kaukohl würde ich gerne tun. Daidalische Schlüssel müssten wir auch noch finden. Ich kenne da jemanden, der hat die wahrscheinlich schon alle. Besonderer Brunnen, ja. Wie gesagt, die Schatzkarten hat man mir gespoilert. Da werden wir wahrscheinlich an einige nicht drankommen, weil mir wurde das so gespoilert, dass die Wege, die Schatzkarten Dinge zu finden, ja, einige davon nicht gerade intuitiv sind. So, also die Tränkestation hat euch erspart, dass ihr jetzt... Oh, warte mal, da fällt mir gerade noch was ein. Denn wir könnten durchaus, kleiner Hupik. Das ist ja hier nicht die einzige Ecke, wo wir Tränke machen können, ne? Bibliotheksanbau, warte mal. So, ich weiß jetzt nicht mehr, wo das war. Viadukthof. Ich habe ja so wenig Flurfliegenflammen oder wie das heißt. Okay. Glockenturm. Unterrichtsraum. Tierwesen. Oh, des Glockenturms. Okay. Dann hier Bibliotheksanbau. Unterrichtsraum Zaubertränke. Da will ich hin. Wenn ihr denkt, ihr seid jetzt von alleine. Oh, Diek. Nee, das ist nicht Diek, das ist irgendein anderer Hauself. Ja, ein Hauself. Wer sagt, Hauself ist sprachbehindert? Entschuldigung. So, der etwas ekelhafte Grüntee ist jetzt alle. Ja, dieser Chunmei-Grüntee vom Aldi, der ist eigentlich ganz lecker, aber es gibt ihn mit Zitronenaroma und mit Vanillearoma. Und man hat mich schon bereits gewarnt, weil die Dinger sind nicht leicht zu unterscheiden, wenn man nicht ganz genau aufpasst. Und ihr wisst ja, ich bin ein bisschen trottelig. Also habe ich dummerweise den Vanille-aromatisierten Tee gekauft und der geht so auf den Magen und dieses Vanille-Aroma ist so, boah, so widerwärtig. Aber ich kann den ja jetzt auch nicht einfach wegschmeißen. Und ich habe auch schon im Freundeskreis rumgefragt, so von wegen, hey, Leute, gibt es denn jemanden von euch, der den gerne haben möchte? Ne? Ja, die einzige Antwort war, könntest ja auch hergehen und ihn einfach draußen bei dir draußen auf dem Flur stellen, weißt du, so wie mit Pflanzen, die man nicht haben will. Ah ja, hier ist es. So. So, wo ist denn meine Braustation? Da.
Ach, da ist noch Maximaltrank drin. Kann ja wohl nicht wahr sein. Okay. Ich brauche mal noch ein paar Nee, ich kann keine Maximaltränke mehr brauen. Den kann ich auch nicht brauen. Ja, gut, dann brauchen wir noch einen Mega-Power-Trank. Ihr seid wirklich von der Leine jetzt, weil das Ding ist der... Wenn der jetzt fertig ist, kann ich ihn auch nicht aufheben, ne? So. Ich könnte ja jetzt ein paar verballern von den Tränken. Gut. Weiter geht's. Also, Aufträge. Ja. Trollbekämpfung Kaukohl. Den würde ich eigentlich am liebsten machen. Jede Menge Kurbelsteine, das ärgert mich. Weißt du was? Entführter Kaukohl. Go! Also, ich denke mal, da werden wir es mit irgendwelchen Goblins oder Arschwindern zu tun kriegen. Ach, ich weiß ja, wo noch eine Merlin-Aufgabe ist. Ja. Und ich glaube, da war auch noch eine Revelio-Seite. Entschuldigung. Na, ihr müsst ja nicht hören. Curry. Ja, hab mir wieder ein leckeres Curry gekocht. Diesmal mit Ananas und Putenhack. Nein, ich bin nicht vegan. Vergiss es. Guck mal, da sind auch schon wieder Ballone. Wollen wir die mal abschießen? Warte, wie war das jetzt nochmal? Besen zu mir. So, Zeit sich wieder mal ein bisschen lächerlich zu machen. Was heißt ein bisschen? Das kann man auch ganz gut machen. So, dann mal. Bumm. Ja, das hat doch eigentlich ganz gut geklappt. Manchmal sind die aber schwer zu erkennen. Ah, sind weiter unten. Alles klar, wir haben den höchsten gerade. Den höchsten der... Oh, da unten sind Hundis. Dann vorbei. Ja, super. Oh, manchmal ist dieses Handling auch ein bisschen... Das war doch jetzt lächerlich. Ah, schon wieder lächerlich. Warum habe ich den jetzt nicht erwischt? Hallo? Ich kann gerade nicht steuern. So, tatsächlich. Bams. Jetzt aber. Wo ist denn der nächste? Da unten ist noch einer. Okay, da sind sogar noch zwei. Das ist echt ein bisschen hakelig, ne? Ha. So. Ha. Ja, man muss diesen Nuppel unten treffen. Und das ist manchmal ein bisschen hakelig hinzubekommen. Ja, hier knurren Hundis gerade die ganze Zeit rum. Die haben wohl was dagegen, was wir hier tun. Da ist noch einer. Ob ich den kriege? Ja, man muss diesen Knubbel da unten treffen. Und manchmal... Ne? Oh, mal guck mal. Arschwindereier. Manchmal... Ne? Das war doch jetzt Mobbing. Oh, lass die Ballone zerplatzen. So, wieder mal eingeschafft. So, jetzt runter. Warte. Ich will da unten landen. Vor diesem Haus. Ich weiß nicht, ob ich die Revelio-Seite dort schon geholt habe. Miep, 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 miep. Na, ihr Tiere?
Ja, habt heute Glück, ich lasse euch nicht fliegen. Ich war irgendwo eine Revelio-Seite. Hörst du das? Revelio. Ah, guck. Hausmeisterwerkzeuge. Ein Satz Werkzeuge, die, so kann man vermuten, verzaubert werden können, um alle Arten von Einrichtungsgegenständen für eine gemütliche Hütte zu schaffen. So groß, wie der Bewohner sie braucht. Wusch. Hey, wundervoll. So, und hier ist auch noch ein Merlin-Rätsel in der Nähe. Ja, ich glaube, ich bin... Ich habe zweimal bin ich durch diese Hütte durch und habe das Ding übersehen. So, und hier oben ist ein Merlin-Rätsel, wo ich das letzte Mal, glaube ich, entweder keine Malvenblätter hatte. Ich hoffe, jetzt habe ich welche. Auf jeden Fall ist hier ein Merlin-Rätsel und es scheint noch nicht aktiviert zu sein, oder? Und da ist auch das... Ich weiß, was das bedeutet. Eine Prüfung Merlins. Malvenkraut nutzen. Jo. Schluck Kaffee. Der ist schon ein bisschen kühl. So. Und da unten ist eine Kugel. Und solche Kugeln, wie wir, glaube ich, wissen, müssen in irgendwelche Vertiefungen reingeholt werden. Revelio. Oder ist es auf der Seite? Irgendwo hier muss eine Vertiefung sein, wo wir diese Kugel da reinrollen müssen. Sie könnte auch unten am Strand sein. Was einigermaßen... Aha. Ja, ich denke mal... We have found the location to do this. Aber wie kriegen wir die jetzt da ganz runter? Interessante Frage. Ich denke mit dem komischen Repulso. Das dürfte... Oder Depulso. Repulso. Jo. Also... Soweit erstmal. Guck mal, die rollt von ganz alleine da runter. Das ist ja cool. Ob die da auch in die Vertiefung einfach mal so eben reinrollt? Nö, ist darüber hinweggerollt. Das ist interessant. Guck mal, da drüben haben wir das erste Merlin-Rätsel gelöst. Ne? Weißt noch. Ja. Noch eine und wir haben die nächste, das nächste Achievement erreicht. Ah, es ist immer wieder schön, wenn die Dinge zueinander finden. So, jo, ich sehe gerade, man könnte schon wieder eine Pause machen. Aber erstmal holen wir uns das da und das da. Ach, ist es schön, ist es schön. So, ach, guck mal. Ja, und es scheint tatsächlich so zu sein, dass man den ganzen Kram immer wieder abernten kann. Also alle nachwachsenden Gerätschaften. Was macht ihr denn hier unten, ihr Vögel? Oh, Schnapsflaschen. Alles klar, ich weiß Bescheid. Ihr macht hier ein Besuch. Oh, halt mal. Das mache ich noch. Hui. Nicht identifiziert. Ich habe einen Hals gefunden, alles klar. Ich kriege hier so einen Hals, Digga. So, guck mal, da ist noch... Da ist doch tatsächlich... Material. Ich kann nicht aus dem Wasser springen, okay. Das ist realistisch. Du kannst auch normalerweise, wenn du schwimmst, nicht einfach nach oben springen. Denn da ist nichts mit Beine abstoßen. Geh mal aus dem Weg! Zum Glück sind Blacks Kinder noch nicht alt genug für Hogwarts. Der eigene Vater als Schulleiter. Ihr Tratschweiber, ich
kann solche Leute einfach nicht ausstehen. Also, was haben wir hier? Hier habe ich, glaube ich, auch schon mal geguckt und ich glaube, ich weiß immer noch nicht, was ich mit den Dingen anstellen soll. Hoher Klump. Ja, ich kann ja mal versuchen. Ja, es hat hier irgendwas mit Feuer zu tun. Ich habe keine Ahnung, was das soll. Aber vielleicht muss ich den auch mit Depulso erstmal auf diesen... Lumos. Depulso. Och. War das einfach oder war das einfach? Und ich habe mich da... Durch das Feuerzeichen habe ich mich irritieren lassen. Aber wisst ihr was? Was da drin ist, das sehen wir dann morgen. Ich sage ciao mit C. Mal wieder. Heute ewig. Ciao mit C. Wir hatten mit V und so weiter. Aber mit C wie Confringo. Wir sehen uns morgen, wenn wir sehen, was in diesem Ding da drin ist. Ach, ist das nicht ein schöner Anblick. Unser Hogwarts-See und ein komisches Dingens, das wir auf das Dingens geschleudert haben und diese Höhle da geöffnet haben. Und da gehen wir jetzt mal rein. Ja, das machen wir doch gerade. So, es könnte sein, dass unter Umständen wir hier nicht alleine sind. Obwohl. Ich muss hier ein paar Sachen kaputt machen. Ja, ich könnte es auch mit einem Confringo machen, ne? So hier. Ja, das ist effizienter. Ich habe auch eben gesehen im Pausebildschirm, dass wir einige neue Ausrufezeichen haben. Sechseckige Brille mit goldenem Gestell, die uns weiterbringt. Das ist doch schön. Da machen wir gleich mal alles kaputt. So, noch mehr kaputt machen. Das kann nur von Vorteil sein. Ja, war das jetzt alles? Ja, der Herr Kittenkurm, da hat auch schon gesagt, er ist von dem Ausmaß, also dem Umfang der Dungeons nicht so unbedingt gerade begeistert, finde ich auch. Wobei, wir haben schon so eine große Oberwelt. Ist das hell da draußen? Es ist das Ding wieder da. Wer hat hier an meinen Sachen rumgespielt? Ihr ungezogenen Gören da drüben. Confringo. So, kannst du mal sehen hier. Digga, ne? Da schieben die einfach irgendwelche Sachen, die ich woanders hingetan habe, schieben die wieder darunter und bringen mich damit durcheinander. Ja, wir könnten ja jetzt mit dem Besen fliegen und so weiter und so fort. Und das wäre wahrscheinlich auch recht vorteilhaft, das zu machen. Wie viel Blutegelsaft ich wohl sammeln kann. Ob es da auch eine höchste Stufe gibt. So. Den Händler da vorne anzuquatschen bringt jetzt gar nichts, weil wir die maximale Anzahl... Wie aus dem Märchen. Ja. Genau. So, haben wir heute dann doch schon eine ganze Menge hingekriegt, haben Merlin-Rätsel gelöst, haben eine Höhle aufgemacht. Ja, Herr Kittenkurmler, ich stimme Ihnen vollkommen zu, dass... die Dungeons enttäuschend sind, aber wir haben so viel Oberwelt und es ist so riesig. Und ich habe mal so auf der Karte geguckt, weißt du, wo mich das gerade dran erinnert, dass ich ja eben gesagt hatte, Ausrufezeichen hier, Ausrüstung. Sonnenschutzbrille, geil. So. Oh, 5 Verteidigungspunkte. Hervorragend. Ja, sehe ich auch so. Aber das Aussehen ist nicht hervorragend. Deswegen... warum will ich immer R machen? Guck mal, ich finde sie schon von ganz alleine. Nee, Meerjungfrau, Mann und Blaubarschbube, das wird nichts. Nee. Dann haben wir noch eine Halsbekleidung. Aber ich glaube, ja, die ist unerkundet. Ja, genau. Hier geht mal nichts. Here goes nothing. Ich will jetzt nicht schon wieder zum Raum der Wünsche zurück. So, was haben wir hier? Eier einer Arschwinderin hatten wir doch schon gefunden. Was soll denn das? Sammlungen.
Ja, wahrscheinlich auch wieder die Kräuter, ne? Kräuterlies. Nö, Revelio-Seiten. Ach ja, die, die wir da in der Hütte gefunden hatten, alles klar. Hausmeisterwerkzeuge.